Aufmerksame Pocher-Fans dürften sich wundern. Denn tatsächlich hatte sich der Hochzeitstag des Promi-Paars bereits am 19. Oktober, also vor über 2 Monaten, zum 3. Mal gejährt. Was für viele Eheleute ein ganz besonderer Anlass ist, verstrich von den Pochers jedoch gänzlich unbemerkt. Erst eine Woche zu spät fiel es Amira dann wie Schuppen von den Augen. Nun hat das TV-Duo sein Jubiläum doch noch gebührend gefeiert, mit einem Besuch im Disneyland Paris. Am heutigen Mittwoch meldete sich Olli mit einem Selfie bei seinen rund 1,7 Millionen Instagram-Followern. Zusammen mit Amira lächelte der 44-Jährige in die Kamera, im Hintergrund waren zahlreiche Menschen und das berühmte, rosafarbene Disney-Schloss zu erkennen. Und den 3. Hochzeitstag auch noch bei uns im Garten unseres Ferienhauses im engsten Kreis der Familie mit Feuerwerk und einer Parade gefeiert, scherzte Olli zu dem Schnappschuss. Manche User konnten dem Gag des Berufskomikers jedoch so gar nichts abgewinnen und lästerten in den Kommentaren drauf los. Was? Disneyland ist euer Ferienhaus? Wie reich wollt ihr sein? Fragte ein Nutzer empört. Disneyland euer Garten? Konnten auch andere nur den Kopf schütteln. Dass du einen an der Klatsche hast, war ja klar, aber so behämmert ist unbeschreiblich. Auch wie Amira es bereits so lang mit Olli aushalten konnte, ist für einige ein Rätsel. Großer Fehler von ihr vor 3 Jahren, bezieht sich ein User auf die Hochzeit des Paares. Amira selbst scheint sich von den negativen Kommentaren gegen ihren Göttergatten jedenfalls nicht beeindrucken zu lassen. Thank you.